Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Star Citizen. Ich muss mal kurz mein Mikro ein bisschen ranschieben. Moment. So, dieses besagte Krankenhaus in New Babbage hat mir keine Ruhe gelassen. Und ich habe das auch falsch übersetzt. Care Center, das ist nicht unbedingt ein Krankenhaus, würde ich mal sagen. Das beinhaltet sowas wohl auch, aber das ist wohl eher so ein Rundum-Paket für Leute, die in so einem Wohnbereich wohnen. Wir gehen da mal hin. Denn Aspire Ground ist dieser Bereich, wo man halt spawnen kann, nachdem man sich eingeloggt hat. Das ist dieser Wohnblockbereich, das Habitat. Und ich muss jetzt mal gucken, ob ich das jetzt... Aspire Ground. Genau, hier geht's zu den U-Bahnen und so. So, und dieses hier. Das ist das Brand Wars Care Center. Und das gehört halt zu dem Aspire Ground. Und das haben die eingefügt. Und wie gesagt, ich habe das ein bisschen falsch interpretiert und übersetzt. Und mal schauen, ob ich das noch finde. Ich musste fürchterlich lachen, als ich das gesehen hatte. Nee, schade, sie liegt da nicht mehr. Da lag eine Krankentrage. Ich musste so lachen. Ich habe gedacht, naja, gut, okay. Also so. Caretaking sind die Leute dann wohl doch nicht hier. Aber ab und zu rennt hier mal einer mit so einer Trage rum. Es ist wohl auch so eine Art Krankenhaus an Komplex angegliedert an diesen Wohnkomplex. Und ja, also ist das auch geklärt. Ich habe es gefunden. Da ist der Wohnkomplex. Es ist wie so ein abgeschottetes System halt. Hier ist gleich das Office für die Versicherung. UV-Sanitizer? Ja, sehe ich sehr kritisch. Aber kann man die benutzen? Das wäre witzig. Naja. Ja, ich habe es halt gefunden. Ne? Ist hier auch so eine Sitzecke. Müll steht auch rum. Leute genießen die Ruhe, warten auf ihre Behandlung wahrscheinlich. Aber man kann nichts machen. Also die netten Krankenschwestern hier, die hier rumstehen, oder die Service-Mitarbeiter, die haben nichts, was man damit machen kann. Halt. So. Sind wir wieder hier? Mehr gibt es hier aber auch nicht. Das ist alles, was man hier so... Jetzt, was ich zeigen konnte, das ist dieses Brand Wars Care Center. Mehr ist das nicht. Und hier lag gestern die Liege rum irgendwie. Ich musste tierisch lachen. So. Ich möchte jetzt zum Spaceport. Das ist die Seite hier. So. Denn ich möchte nochmal nach Horizon und da was nachsehen. Und zwar in den Shop mit den Waffen, beziehungsweise ich meine, da gab es auch einen Shop für Helix, Laser und andere Waffen und sowas. Muss man mal sehen. Whammers. Rasante Fahrt Richtung Interstellar Play.
Spaceport? Schweres Wort. Sinnvoll. Exit ist da. Draußen scheint ein Sturm zu sein. Hört sich jedenfalls so an. So, mal gucken, ob wir jetzt wieder so ein Desaster mit irgendwelchen Fahrstühlen haben. Ja, draußen tobt ein Sturm, so wie sich's anhört. So. So. Da sind wir. So. Ja, man sieht jetzt nicht, ob es draußen richtig stürmt oder so, aber es hört sich jedenfalls so an. Also, wir wollen jetzt zum Hangar. Wir wollen erstmal unser Schiff holen. Müssen wir ja den nehmen. Würde ich mal sagen. Hangar 4. Warte, wo wollen die jetzt auf einmal hin? Hangar 4. Na? Sieht so aus, als ob es schneit. Also Hangar 4. Es kann sehr kalt auch hier auf dem Planeten werden. Da muss man echt aufpassen, wenn man draußen ist. So. Klappe es noch auf, das ist ja witzig. Die hatte ich letztes Mal aufgelassen. Ging ja nicht zu. Na. Na. So. So, einmal hinsetzen. Maschinen starten wir mit R, wie immer. F11. Dann zack. Ich hoffe, der Sturm beeinflusst jetzt nicht meine Flugeigenschaften. Bin ich der beste Flieger? So, auf geht's. Hört sich irgendwie komisch an. Schub. Ja, auf nach Horizon.
Können ja schon mal die Route planen. Also Crusade und Horizon. Ja, hat geklappt. Aufgetankt sind wir. Das ist der Grund, warum ich das immer bei der Landung mache gleich. Dann brauche ich mir nämlich beim Start keine Sorgen machen. Sieht schön aus. Es ist auch eine große Stadt. Ja, das ist die Avenger Titan. Auch ein schönes Schiff. Schade, dass es dunkel ist jetzt. Dann könnten wir ein bisschen mehr anschauen. So, jetzt sind wir bei 10.000. Ich warte wieder bis 20.000 und dann können wir wieder springen. Denke ich mal, ohne Schwierigkeiten. Dann machen wir wieder einen Cut. Und dann geht's weiter bei Horizon. Vielleicht diesmal bei Tageslicht. Aber sehr zäh heute. So, wir sind jetzt bei 15.000. Gucken, oh, geht schon. So. Das war der erste Punkt. Jetzt der zweite. Das war wieder dieser Zwischenpunkt halt, ne? So, jetzt können wir uns zurücklehnen. Aufstehen. Kurz nochmal rumlaufen. Schlafen gehen. Essen, duschen. Was auch immer. Fracht checken. Was klappert. Hört sich nicht gut an. So. Ja, dann mache ich hier mal den Cut. Setze mich wieder brav in meinen Pilotensitz. Und dann bin ich gleich wieder da. Da kommt Crusader näher. Wir haben es gleich geschafft. Und dann geht's weiter nach Horizon. Das haben wir auch gerade so mit einer Quantum-Treibstoffladung geschafft. So. Da ist Horizon. Also dieses Flugzeug oder Raumschiff ist sehr laut. Fällt mir gerade auf, warum auch immer. Sehr seltsam. Ich hoffe, es ist jetzt nicht wieder bei Nacht. Glück. Ja, es hakt wieder so ein bisschen beim Einladen.
Es ist wieder bei Nacht. Nein! Naja. Dann machen wir die gleiche Taktik wie beim letzten Mal. Den Antrieb ausgeschaltet. Karte wieder nicht. Na los, komm. Das ist manchmal auch seltsam. Jetzt. Also Crusade und Horizon. So. Jetzt haben wir zumindest die Richtung, wo wir hin müssen. Ab und zu gucke ich mal wegen der Entfernung, aber Hauptsache, wir haben es im auf dem Schirm. Stockeduster. Ich glaube, ich werde noch mal eins machen. Ich werde euch noch mal das Gamma, beziehungsweise für mich eher. Das bringt nicht viel. Ihr seht das ganz normal. Bei mir ist ja der Bildschirm langsam, aber sicher geht der kaputt. Ich habe auch schon neue bestellt. Also ich habe mir jetzt mal drei neue gegönnt. Die sind auch schon auf dem Weg. Die hier sind alle repariert. Da sind ja alle Kondensatoren durchgebrannt. Repariert sind sie. Die laufen auch noch. Die werde ich für den anderen Rechner nehmen, mit dem ich meine Videos aufnehme in der Küche und so. Also die werden nicht weggeschmissen, das auf keinen Fall. Der hier geht dafür auch noch. Aber beim Spielen, ich habe so ein Blend, das ist, als ob man direkt in die Sonne guckt, teilweise bei hellen Sachen, bei den Spielen, das geht nicht. Ich kann, das ist echt nervig. Bei Atlas zum Beispiel habe ich das gehabt. Aber auch hier, wenn ich auf einen Planeten ziele oder so, das ist eine helle Wolke, da kann ich fast gar nichts mehr erkennen. Aber ich habe auch schon alles versucht, das umzustellen irgendwie, dass der nicht mehr so hell ist. Jetzt sieht man, glaube ich, schon so ein paar Strukturen. Ich nehme einfach mal das Fenster von der Aufnahme. Ein bisschen die Fluglage korrigieren. Ein bisschen Schub geben. Jetzt sieht man es. Das sieht beeindruckend aus. So riesig ist das. Das ist doch wohl irre, oder? Das haben sie schon toll gemacht. Finde ich jedenfalls. Das sieht sehr gut aus. So, wie weit sind wir noch entfernt? Wir fliegen jetzt einfach so nah ran, bis die uns dazu auffordern, halt uns zu melden, um Landeerlaubnis zu bitten. Das ist jetzt, denke ich mal, das hier ein bisschen schneller machen. Kann ja schon mal das Fahrwerk ausfahren.
ja mal einen Schlenker machen. Denn wir müssen eh die Anflugrichtung ändern. Können wir noch mal ein bisschen. Ja, mal gucken, können wir schon? Nee. Ich bin etwas konzentriert und still. Ich sehe die Mittelstruktur noch nicht, deshalb. Ah, jetzt. Ja, ich gucke ab und zu mal auf den Aufnahmebildschirm. Dann sehe ich das. Wie wird das Ding in der Luft gehalten? Das würde mich mal interessieren. Wolken. Jetzt müssen sie sich aber langsam melden. Das kann jetzt nicht mehr lange dauern. Das ist eine riesige Stadt. So, jetzt sehe ich auch die Strukturen. Bisschen langsamer. Na, Kollegen, jetzt müsst ihr aber gleich mal Bescheid geben. Da fliegt einer weg. So, jetzt. Hat aber lange gedauert. Es gab keine Benachrichtigung. Jetzt, witzig. Ne?
Sea to Sine Landing Bay. Ah ja. Oh. War ich ja ganz falsch. Fahrwerk haben wir schon ausgefahren. Okay, schnell ausmachen. Noch reparieren und auftanken. Ich dachte, ich krache jetzt da rein. Also das wäre das Highlight gewesen dieser Folge. So, einmal auftanken bitte. Können wir das Ganze auch ausmachen? Der Ausknopf. Ejection. Nein, ich möchte nicht meinen Schleudersitz aktivieren. Das wäre das ultimative Highlight, glaube ich. Puh, aussteigen. Perfekte Landung. Soll mal einer nachmachen, so im Dunkeln. So, jetzt düsen wir wieder hoch hier. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder der Fahrstuhl des Todes. So August Dunlow Spaceport oder August Dunlow, wie auch immer. Oh. Plus raus aus dem Ding. So, jetzt lagern wir erstmal unser Schiff. Man in the Sky. Macht komische Reden. So. Crusader, da sind wir. Horizon meine ich. Auf den Schrecken erstmal ein Burger. Nein. So. Ich wollte jetzt noch mal zur Industrie hin. Ich muss jetzt nur noch mal schauen, wo war denn das Lufttaxi, sage ich mal. Chairman's Club? Nee, da wollten wir nicht hin. Was ich machen kann, ich kann meinen Helm absetzen. Denn wir haben hier Sauerstoff ohne Ende. Also, Armor. Helmet. Schade, ich dachte, ich kann meine Mütze aufsetzen. Nö. Egal. Ne? So. Ich escape. Memories. Come back soon.
jetzt noch wüsste, wie es rausging. Ich war hier erst und ich hab's schon vergessen. Es war auf jeden Fall irgendwo hier. Ah, hier. B12, so. Nö, da wollen wir nicht hin. Schon wieder vollkommen verlaufen. Ich brauche echt immer ein paar Mal, bis ich mich in so einer Stadt auskenne und nicht mehr im Kreis renne, ganz ziellos. Origin. Ein bisschen verwirrend. Ich glaube, ich habe es verstanden jetzt. Das war das, was mich letztes Mal auch so verwirrt hat. Also hier runter. Zu diesen Fahrstühlen hier. So. Jetzt zur Shuttle Station, da müssen wir hin. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Muss mal kurz was gucken. Oh, schon wieder 20 Minuten Aufnahmezeit. Zeit rast. So, das haben wir auch überstanden, diese mysteriöse Fahrstuhlfahrt. So, wir müssen jetzt zum Industriekomplex. Da. Providence nicht. Aber wir können einfach einen weiterfahren. Da steht sogar einer. Hi. Schick. Bisschen Schwierigkeit mit der Motorik, aber alles okay. Warum ziehen die sich immer so schick an, wenn die hier rumlaufen? Macht man das so in Horizon? Hier geht, glaube ich, gerade die Sonne auf. So, Providence ist das nächste, aber wir müssen dann zu dieser Industrieplattform. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ist hier ein Fahrplan? Schon irre, ne? Wenn man sich das mal so vorstellt. Doch, das ist doch die. Hier müssen wir raus. Doch, die Industrieplattform. Da, wo das Schiff zusammengesetzt wird. Genau. Oh Gott, ja, noch eine. Das fehlt da auch noch eine tiefe Stürzen. So. Shipping Office, Kovalex Shipping Office, das war ja Versandzeug. Cargo and Freight Center. Vehicle Assembly and Finish. Geil, da flattert sogar, das sieht geil aus, finde ich. Also ich mag ja ein bisschen bekloppt sein, aber sowas
Gefällt mir, hoch. Hat's wieder eine eilig? Ich wollte nämlich hier nochmal schauen, hier in dieser Folge und auch in der nächsten Folge, ob man hier auch Schiffe kaufen kann. Ich vermute mal noch nicht, weil das Präsentationscenter, was es hier gibt, noch nicht auf ist, aber... Huch. Bloß nicht runterfallen. Da ist sie. Gut, die werde ich mir nicht so schnell leisten können, das ist klar. Aber wir können ja nochmal schauen. Genau, dieses Crusader Center. Und ich denke mal, später wird man hier auch die Schiffe kaufen können. Das hier sieht doch absolut genial aus. Psst, psst. Da, Wahnsinn. Das ist ein schönes Schiff, mal so davon abgesehen. Ich weiß gar nicht, was das kostet in-game. Das ist ja die Crusader, diese andere. Hier ist die Herkules. Das ist schon ein richtiger Brummer. Die hat auch ordentlicher Laderaum, nehme ich mal an. Ja, ich nehme eine. Können Sie mir eine einpacken? Und bisschen Rabatt, so, ich weiß nicht, was kostet die 10 Milliarden? Schicke Mütze. Aber es gibt hier wahrscheinlich wirklich keine Chance, mal den Preis dieses Dings zu erfassen. Da müsste ich auf die Website gehen. Das werde ich aber in der nächsten Folge machen. Ich werde hier jetzt mal Schluss machen. Ich werde mich in der nächsten Folge hier noch mal ein bisschen weiter umschauen. Und dann schauen wir noch mal ein bisschen intensiver hier. Denn ich werde mal abwarten, bis Tag ist. Und dann werde ich hier mal weiter rumlaufen. Da würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Sprung hierher hat schon mal geklappt. Und gefunden haben wir es jetzt auch. Dann geht es in der nächsten Folge noch mal weiter. Ein bisschen intensiver in Horizon rumrennen. Ich werde off-cam auch schon mal ein bisschen was auskundschaften. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Eine ruhige Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.